Und Poco von der Ubi-Tube wieder hier und ja, ich hatte Bock auf Dialga, Necrozma, Geist, Psychoform und Mr. Geralt, Geratina. Mal sehen, wie das so klappt. Klar, sowas wie Palkia ist nervig. Allerdings ist das handelbar. Auch ein anderes Dialga ist theoretisch handelbar. Also Giratina und Necrozma sind da gegen die beiden nicht total aufgeschmissen. Und zum Beispiel Palkia braucht sowieso Raumschlag gegen Giratina. Dialga braucht nur einen Schädel, aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Ich hoffe, wir kriegen ein positives Set hin. HA2602, glaube ich. Konnten so schnell nicht lesen. Das ist das Necrozma. Dann gehe ich in Giratina und locke was raus. Okay, Server sind wieder wild. Du findest da auch, müsste ich aber überleben. Genau. Spukball möchte ich nochmal anrichten. Leider musste ich halt chillen. Ah ne, ich habe nicht geschüttet. Stimmt, ich habe nicht geschüttet. Okay, dann sieht gar nicht mal schlecht aus. Lexor runterticken lassen. Ich hoffe, er schafft nur Nassschweif. Ich lasse es trotzdem durch einfach. Okay, leider Raumschlag. Schade. Ah, ne, Crossman in der Führung war fies. So. Okay. Schilde Eimer auf jeden Fall. Ach komm. Schattenstrahl hätte man gönnen können. Ja, dann ist das verloren. Hätte ich Schattenstrahl rausgekriegt. Ja, dann hätte ich es gewonnen. Schade. Schattenstrahl wurde leider nicht gegönnt. Ja. Schattenstrahl. Mit Schattenstrahl hätte ich schon gewonnen gehabt. Schade. Also da wäre dieses Vieh Kyogo schon fast weg gewesen wahrscheinlich. Schade. Aber egal. Dann hätte ich doch mit meinem Necrozma mal reingehen müssen. Edmok Shiny. Mal sehen, die Jäger gehen. Wieder Necrozma. Gehen wir wieder in Giratina, ja, ne? Ja, ist in Ordnung. Soll er machen. Er muss eh schilden. Perfekt. Leider kann ich nicht runterfahren. Mit Necrozma rein. Einmal schön runterfahren. Nee. Ich gehe hier in Dialga. Wird einmal schön müssen. Genau. Shit war super. Und was er jetzt mit seinem Necrozma rausbringt, schilde ich nicht. Und dann gehe ich in meinen Necrozma. Ja, Finsteraura. Ich muss ihn hier einsetzen lassen, definitiv.
Wir gehen hier auf Zeitenlärm gemütlich. Okay. Ich schilde nicht. Genau, Nassstreif. Boah, das macht auch so extrem viel Schaden trotzdem. Schon übel. Ah, er schildet auch. Perfekt. Also er schildet. Ja. Muss ich schilden. Ich hoffe, die Finsterauer reicht. Kommt schon. Boah, reicht nicht. Ja, dann habe ich es verloren. Dann habe ich es verloren. Oh, doch nicht. Nein, dann habe ich es gewonnen. Perfekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der Gegner hat noch eine Finsteraura bereit. Okay. Der hatte doch so viel Energie auf seinen Necrozma. Komisch. Aber nehmen wir so. Sieg ist Sieg. Da will ich jetzt nicht hier anfangen zu meckern. Aber ich habe da schon die Niederlage mich anlächeln sehen. Aber so ist mir das natürlich lieber. Man, die Cross mal so oft in der Führung, ne? Das ist irgendwie so ein Freifahrtschein für Ho-Ohs. Spielt keiner Ho-Oh in der Führung aktuell, dass die Necross mal vorne sind? Wundert mich eigentlich. Okay, die Jalga gegen die Jalga. Ja, das spiele ich so aus. Best Buddy ist im Prinzip egal. Server sind nicht egal. Ja, danke. Jetzt muss ich leider schilden. Auch wenn ich es eigentlich nicht möchte. Er geht eh auf Eisenschild, okay? Boah, ist das schlimm hier. Dann gehe ich auch auf Eisenschild. Kaum gab es wieder ein Update, schon wieder alles. Das kann man keiner erzählen, das kann man echt keinen hier erzählen. Dieses Geruckel. Ich will nicht. Oh, schön, dass ich den noch rauskriege. Wird aber wahrscheinlich auch nicht schön. Und ich gehe in die Crossma. Und mal gucken, was reinkommt. Ja, sehr schön. Ich gehe hier auf Schattenstrahl. Gehe jetzt in Giratina. Boah. Schilder. Guter Schild. Ich fülle den noch voll aus. Das ist, welches ist denn das? Okay, das ist das Viech. Ja, ich kann hier auch nichts machen, ne? Ich kann hier auch nichts machen. Ja, das hätten wir gewonnen. Oh, das haben wir gewonnen. Okay, haben wir verloren. Danke. Wobei, Nassstreif müsste ich in der Range noch überleben, hoffe ich. Das ist doch einfach hier gerade zum Heulen. Ah ne, Raumschlag. Okay, überlebe ich noch. Okay, ja, das haben wir dank Server verloren. Weil, ja, ich hätte ich das gesehen, welches das Necrozma das ist, dann hätte ich auch dementsprechend anders reagiert. Ich starte mal die App einfach neu, beziehungsweise mache hier alles weg. Weil mich das gerade ein bisschen aufricht wieder mit dem Server. Weil, ja, hätte ich gute Server gehabt, dann hätte ich das alles viel besser timen können.
Und ich hätte mir definitiv noch mal ein bisschen mehr Energie geholt auf meinen Giratina. Und dann hätte ich auch den Spuckball erreicht, bevor der Nussstrife gekommen wäre. So natürlich Panik bekommen. Aber naja. Also am Tablet kann es nicht liegen. Das ist ein gutes Tablet, ein Samsung. Daran kann es einfach nicht liegen. Naja, mal gucken, ob es jetzt flüssiger läuft. Oh, eine Benachrichtigung, guck ich mal kurz. Marcel Bohr, grüß dich. Grüße gehen raus. Lese ich mir später durch. Ich bin hier gerade in der Aufnahme. Mad Attack 1996. Ja, okay, das ist ein schöner Lied. Ja, dann gehen wir hier rein. Kann er sich nur mit Schilden holen. Ich brauche zwei Wüstenorkane, nicht Schilden. Wir setzen jetzt schon mal ein. Okay. Ja, selbst Steinkante haut mich nicht weg. Kannst auch auf Steinkante gehen, das ist egal. Nicht? Mir egal. Dann fahre mich mit was anderem runter. So. Dann werde ich hier auf Schattenstrahl gehen, bis ich komme. Ja, ist mir egal. Wie gesagt, mir egal. Ja, vielleicht hätte ich auf Finsterauer gehen sollen. Mal gucken. Nein, hätte ich nicht. Oh, komm. Das ist sehr unerträglich hier. Ja, ich weiß nicht, wie viel er jetzt hat. Okay, er hat schon mal Läuterfeuer. Senkung ist in dem Fall egal. Ich brauche einfach nur beide Schilde. Jo. Weil Gleichstand sollte Nick Cross mal gewinnen gegen Ho-Oh. Von daher. Zwei. Drei. Nein, nein, nein. Nein. Das kann es doch nicht sein. Was ist denn das hier? Na, Sturzflug hätte er sonst nicht geschafft. Ja. Ja, hätte er verloren. Hätte der Gegner definitiv verloren. Weil ich hätte normalerweise mein Dings geschafft, mein Zeitenlärm. Hätte er schön müssen, sonst wäre er auch weg gewesen. Aber okay. Server machen heute wieder viel kaputt. Tut mir leid, Leute, leider ein negatives Set dadurch. Nochmal einen Kommentar. Wieder Marcel Bohr. Ja, hat er recht. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Ist halt nur ärgerlich, wenn die Server daran schuld sind, dass man verliert. Weil normalerweise hätte er diesen Zeitenlärm gefressen. Es ist einfach so. Ich hätte den Gleichstand gewonnen. Weil Ho-Oh verliert gegen Dialga den Ladattack-Gleichstand. So. Hoffentlich gewinnen wir jetzt noch einen Kampf.
Kommt da noch was? Ja. Letzter Gegner für heute, jedenfalls in diesem Set. Okay, Zacian. Da würde ich gerne einen Eisenschädel tatsächlich drücken und dann in die Knochen verschwinden. Ja, okay, hier kann es sein, wenn Zacian das Buddy hat, das. Okay, er hat Knuller. Dass er den Gleichstand gewinnt. Das ist schon richtig so. Ja. Okay, perfekt. Bitte Nahkampf. Schade, aber Knuller geht auch. Na, ich gehe auf Finsteraura, der wird eh schön. Der Gegner. Jo. Nimmer. Er muss einsetzen. Von daher ist mir das vollkommen egal. Und hier muss er eher auf Sturzflug gehen. Das heißt, ich kann dann auch auf. Okay. Spukball sollte jetzt. Oh. Danke. Spukball hätte gereicht. Ja, die Attacke hätte ich normalerweise nicht gefressen. Wenn ich. Das ist so lächerlich, Leute. Das ist aber lächerlich. Na, schlau vom Gegner. Schlau vom Gegner. Ich gehöre. Ja, auf einen Schädel. Er muss die starke Attacke einsetzen. Er muss den Raumschlag einsetzen. Vielleicht schaffe ich noch Unheilböen. Okay, schlau vom Gegner nicht zu schön. Muss auf Raumschlag, ne? Ja, und normalerweise hätte ich den Sturzflug gar nicht mehr gefressen von. Von, wie heißt es, Ho-Oh. Normalerweise hätte ich die Attacke nicht gefressen. Aber da ich ja die Attacke nicht ausführen konnte. Schade. Okay. Sehr negatives Set heute. Abschütteln, morgen weitermachen. Beziehungsweise für mich heute. Ich nehme ja im Vorfeld auf. Aber für die Folge soll es gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.